Hallo und herzlich willkommen bei Musikmachen.de. Wir sind in Hamburg in den Home-Studios und bei der Küche. Uns ist der Besitzer und der Produzent Franz Plaza. Hallo Franz. Hallo. Super tolles Studio mit ganz vielen Aufnahmemöglichkeiten. Ja. So hast du sicherlich nicht angefangen. Kannst du dich noch an deine Anfänge erinnern? Ja, ich kann mich erinnern an meine Anfänge, die waren erbärmlich. Ich glaube, ich habe angefangen Musik zu machen, da war ich noch ganz jung. Da war ich nicht mal mehr so jung. Ich war glaube ich 13 oder 14. Eigentlich war ich Fußballer so und dann hatte ich einen Herzfehler und durfte keinen Sport mehr machen. Da habe ich dann Gitarre angefangen und auf dem Dorf gewohnt, habe ich 2 Jahre gebraucht, um zu wissen, dass man eine Klappe stimmen muss. So, das war so. Und damit produzieren war, ich habe irgendwann in einer Band gespielt, Felix Deluxe, Kennt vielleicht der ein oder andere noch. Anfang der 80er. Genau, Taxi nach Paris und so. Und da hat unser Verleger damals, kam zu mir mit einem jungen Autor, der hieß Michel van der Klucht. Viele werden ihn kennen als Michel van Dijk. Der Michel van Dijk hat zum Beispiel für Echt geschrieben, du trägst keine Liebe in dir. So ein sehr guter, großer, wirklich guter Songschreiber. Und in diesem 8-Spur-Studio bei Schacht im Keller habe ich damals mit dem Michel van Dijk die ersten Aufnahmen gemacht. Das war 85, glaube ich, war relativ ein Spätzünder schon. Also. Und die sind ganz gut geworden. Und während ich das so machte,